kannst nicht mehr beten, du kannst nicht mehr zur Schule gehen, jetzt kannst du nicht mal mehr Straßenbahn fahren. Und nicht mal in Ruhe scheißen, ohne dass neben dir ein Podcast aufgezeichnet wird. Richtig, du kannst ja nichts mehr machen. Ist ja für Radio okay, aber für YouTube nicht. Na, zum Glück machen wir das nicht. Richtig. Ah, das ist ja ein Hallo. Oh, da sind schon Leute. Ach. Ja, auch hier. Ja. Ach. Leute, es ist bereits die 10. Folge. Es ist Jubiläum. Willkommen und zum 10. Brennpunkt Internet. Und es brennt nicht nur im Internet, auch in der Unterhose. Kann man sagen, in der Unterhose besonders. Denn wir haben uns vorgenommen, alle 10 Folgen ein Special zu machen. Heute befinden wir uns, ein altes Wortspiel lassen wir auferleben, auf dem Podcast. Richtig, der alte gute Podcast. Ja, also Wortspiele hinsichtlich Podcast wurden ja reichlich schon gemacht. Aber der Podcast, ich weiß nicht, ob es den schon so gibt. Und falls nicht, dann werden wir jetzt in diese Kerbe reinschlagen. Also wenn, dann habe ich falsch gegoogelt, denn es gibt noch keinen Podcast-Pod. Wir wären natürlich nicht wir, die Star-Influencer Robin Osterafu und Heimscheißer Tino Ranacher. Wenn wir nicht diese Sache auch noch ein bisschen kreativer aufziehen würden. Wir sind natürlich nicht im hauseigenen Plumpsklo. Nein, wir sind an einem öffentlichen Ort. Deswegen habt ihr vielleicht auch das eine oder andere Störgeräusch im Hintergrund. Damit müsst ihr jetzt vorlieb nehmen. Das ist ja eine professionelle Webvideoproduktion. Ja, also scheißt euch nicht ein. Ja, wir haben viele geheime Stargäste heute. Ja, wir wissen noch nicht wer, aber vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Vielleicht scheißt ja Clouseau nebenan oder so. Clouseau macht kleine Kacke-Clouseaus. Ich glaube auch, dass Clouseau kacken muss. Hm. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich finde es gut, dass wir fertig zum 10. einfach endlich professionell geworden sind. Ich denke auch, ja. Dazu gehört für mich auch, dass man ein bisschen Struktur reinbringt. Hm. Und ich dachte mir so, also wir sollten wirklich in Zukunft das mit dem, ich habe es unter dem Namen Jingle Eingesingel verbucht, dass wir wirklich uns dran halten, wenn jetzt zum Beispiel jemand von uns den viralen Hitler ausruft. Wir hatten ja einen Jingle, aber den habe ich wieder völlig vergessen. Wollt ihr den totalen Hitler, wollt ihr den viralen Hitler, war glaube ich so das. Ja. Und ich habe dazu so, wollt ihr den totalen, aber Moment, hast du denn einen viralen Hitler? Ich habe tatsächlich... Ich glaube, da habe ich gerade schon ein interessantes Geräusch vernommen. Ich habe einen viralen Hitler. Doch, irgendwie schon. Aber eher ein viraler Stauffenberg. Oh, okay, ein viraler Stauffenberg. Naja, der bedarf keines eingejingelt. Ich denke auch nicht. Okay, aber das Ding ist, wir haben wirklich gute Struktur, die wir hier reinbringen. Es bietet sich bestimmt auch an, dass das eine oder andere Wortspiel mit Scheiße heute passiert. Verzeiht uns, wir sind professionell, aber auch, also man muss halt manchmal einfach so tief sinken. Wie die Wurst einfach in der mal öffentlichen den, Toilette. Den Mundstuhl rauskommen lassen, ob flüssig, ob hartnäckig. Aber seid wirklich drauf gefasst, ich habe auch diesmal einen Kommentar der Woche rausgesucht und vielleicht kann sich das ja durchziehen, dazu aber später mehr. Wir haben nämlich einmal einen sehr ausführlichen Kommentar diesmal bekommen, der nicht einfach nur war cool, erster oder was soll die Scheiße hier eigentlich. Oder Dion ist dumm. Oder Dion ist dumm, richtig. Nein, wir haben tatsächlich einen wirklich ausführlichen, konstruktiven Beitrag bekommen. Nein. So. Doch, aber dazu kommen wir später. Vorher haben wir die Themen. Und derer gab es mannigfaltig dieses Jahr. Diese Woche. Die Woche hat gebrannt. Die Woche hat nicht nur gebrannt, sie hat sogar geblutet. Oh. Unter anderem unter der Überschrift Der Blutknecht von Utrecht. Heide Witzka. Da haben wir letzte Woche erst über Neuseeland berichtet und irgendwie. Die Leute wollen, dass wir weiter gute Themen haben. Und es gab einen Vergeltungsschlag von einem muslimischen Attentäter, der in Utrecht um sich geschossen hat, in einer Straßenbahn. Oder hat er nur gestochen? Nee, er hat geschossen in einer Straßenbahn. Während wir geschossen haben, hat er geschossen. Mhm. Wir schießen auch, wenn der Podcast vorbei ist, mit scharfen Projektilen, würde ich sagen. Also dieses Porzellan, auf dem wir sitzen, das hat es mir angetan. Es regt an. Aber reden wir doch mal nicht so niveaulos daher. Es sind schließlich wieder 3 Menschen gestorben. Das ist nicht in Ordnung. Und es war, wie du richtig gesagt hast, ein türkischstammiger Mensch, 37 Jahre alt, und es wird jetzt so ein bisschen gerätselt. Ist es ein Familiendrama gewesen, ein Beziehungsdrama oder war es wirklich Terror? Das war natürlich der erste Impuls, dass die Leute denken, oh, da ist jetzt ein Vergeltungsschlag. Jetzt der hat hier Türke meine war Leute. Sofort, ja. Ja, der Türke sagt, okay, hier 50 wurden umgebracht, naja, dann muss ich jetzt in Utrecht 3 Unbeteiligte niedermähen, dann ist das geregelt. Aber soweit ich weiß, gab es irgendwie auch einen Abschiedsbrief oder sowas von dem Attentäter? Es wurde ein Brief gefunden, der darauf hindeutet,
dass es tatsächlich terroristische Absichten geben könnte. Mhm. Aber es ist bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch nicht geklärt. Ja. Und das andere ist ja das Familiendrama. Da hat sich eine Frau gemeldet, 47 Jahre alt, und meint, dass sie schon eine sehr lange Beziehung mit diesem Mann führt. Mhm. Und dass dieser Mann kein Terrorist ist, sondern einfach geisteskrank. So. Das schließt sich ja nicht aus. Das, genau das war auch mein Impuls. Das schließt sich leider nicht gegenseitig aus. Und die Polizei verfolgt aber diese Spur weiterhin sehr hart. Und ich muss sagen, in beide Richtungen, ob es jetzt Familiendrama ist oder ob es wirklich Terrorismus ist, eigentlich egal. Ja. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich muss mich beschweren über Terrorismus. Was soll das? Jetzt können wir auch nicht mehr, mit der Straßenbahn fahren. Das ist das gar nichts mehr irgendwann. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, lachhaft, ja, was wollen die Terroristen uns, ja, die Straßenbahn? Da müssen die schon ankommen und uns die Memes wegschießen, damit sich hier was bewegt. Aber die Leute sind allgemein sehr hellhörig geworden, wenn es um solche Sachen geht. Ich war es vor 2 Wochen einkaufen in einer großen Kaufhalle in unserer Heimatstadt und die wurde evakuiert. Okay. Und es gab so einen Alarm, bitte verlassen Sie sofort das Gebäude, und draußen kam mir eine Frau entgegen, oh mein Gott, ein Terroranschlag hier in Weimar. Oh. Oha. Da habe ich gesagt, junge Frau, es ist einfach nur ein fehlgeleiteter Feueralarm. Hätte ja, gesagt, das sagen Sie. Hätte sie gesagt, junge Frau, ich habe es mir anders überlegt. Ja, das wäre schön, ist ja auch schön gewesen. Aber die war so verängstigt, ich hätte mir fast leid getan. Da habe ich gesagt, junge Frau, das war einfach nur ein fehlgeleiteter Feueralarm. Hm. Kein Stress. Wenn es hier einen Terroranschlag geben würde, dann werden Sie es mitbekommen. Ich sag Bescheid. Ja, also was würdest du sagen? Wir können ja jetzt hier ein bisschen vielleicht Wetten abschließen. Ist es terroristisch motiviert oder ist es ein Familiendrama? Ich wette für einen Anschlag, einfach aus LOL. Dann wette ich dagegen. Ja. Ganz einfach, weil wäre mal wieder was anderes. Da muss ich mich allerdings wiederum beschweren, warum muss denn die häusliche Gewalt heutzutage auf die Straße getreten werden? Weißt du, früher war es noch so in Ordnung, da wurde die Frau wenigstens noch zu Hause zusammengeschlagen. Richtig, das war noch heute müssen wir das alle mit ansehen, ja. Dieses Dilemma. Das und vor allem werden andere Menschen damit reingezogen. Ja. Ja. Das kann das ich auch nicht leiden, wenn ich in Beziehungsstreitereien reingezogen werde, da könnte ich ausrasten. Da würde ich auch am liebsten anfangen, Amok zu laufen. Richtig, und in der Straßenbahn hast du ja nicht die Möglichkeit, einfach wegzugehen. Ja. Ja. Wenn in der Nachbarschaft ist es ja, also die Nachbarn, die das mitkriegen, die können ja wenigstens noch getrost weghören, die Fenster zumachen. Ja, aber in der Straßenbahn. Kann es aber auch sein, dass das einfach ein Schwarzfahrer war? Das kann auch sein. Weil er die Konsequenzen befürchtet hat? Nee, vielleicht wurde er gerade kontrolliert und dachte, oh, naja, dann schieße ich mich jetzt hier frei. 60 Euro ist mir zu viel. Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, zum Redaktionsschluss wussten wir leider noch nicht besser Bescheid. Ich hoffe, ihr könnt uns. Aber wurde er denn gefasst eigentlich, richtig? Er wurde gefasst. Mhm. Aber er hat eine relativ lange Zeit auf der Flucht überlebt, tatsächlich. Also er lebt ja auch immer noch. Ah, okay. Da gehen die Augenbrauen direkt hoffnungsvoll nach oben. Nein, er wurde gefasst und das ist ja auch erstaunlich. Also früher, so gefühlt, diese ganzen Leute von Robert Steinhäuser bis wie sie alle heißen, ne, die wurden alle nicht gefasst. Wobei, also, Weiße haben meist überlebt, aber die schwarzen oder ausländischen, muslimischen Attentäter wurden sonst direkt erschossen. Das hat mich sehr gewundert. Weil die einfach gefährlicher sind. Sie sind einfach aggressiver. Das weiß halt jeder. Also hilft nichts mehr. Einfach Kugel im Kopf und Kopf in die Schüssel und dann ist gut. Richtig. Naja, aber ich muss sagen, es nervt mich schon ein bisschen. Ja. Guck mal, was in den letzten Wochen passiert. Du kannst nicht mehr beten, du kannst nicht mehr zur Schule gehen, jetzt kannst du nicht mal mehr Straßenbahn fahren. Und nicht mal in Ruhe scheißen, ohne dass neben dir ein Podcast aufgezeichnet wird. Richtig, du kannst ja nichts mehr machen. Ja. Aber da frage ich mich wiederum, wo bleibt denn der Anschlag auf das Disney-Hauptquartier? Weil dann kann da auch keiner mehr hingehen und dann irgendwelche schlechten Reboots greenlighten. Ah, und es sind ja auch Antisemiten, sagt man ja immer, dass der Walt Disney angeblich ein Antisemit ist. Mhm. Und der ist ja tot inzwischen. Aber er hat sich wohl einfrieren lassen und möchte sich dann aufwecken lassen, wenn die Juden weg sind. Echt, ja? Das ist ein Gerücht, dass der Kopf von ihm eingefroren wurde. Ja, also für mich ein großes nächstes Thema, wenn du nichts mehr zu Utrecht hast. Das ist eine Wahrheit für mich. Was außer Spott kann man diesem Mann in Utrecht noch entgegenbringen? Scheiß drauf. Ja, für mich ein großes Thema ist tatsächlich unter dem Banner What Does the Fox Say? Disney. Fox sagt nur noch Disney. Denn Disney, das große Imperium Disney, hat jetzt auch zu weiten Teilen Fox gekauft. Ach ja. Für 71,3 Milliarden Dollar. Was YouTuber so in einem Monat verdienen, ne? Das ist easy. Viel Geld. Ist viel Geld für den Pöbel auf jeden Fall. Mhm. Für mich ist das, weißt du, einmal Patreon angeschmissen, habe ich das drin. Aber um mal kurz wirklich die Dimension. Also Disney hat jetzt unter anderem irgendwie, ich glaube, von den 20 größten Marken in der Entertainment-Branche, so irgendwie die Hälfte oder so. Unter anderem die Simpsons, GoPro,
Avatar ist ja auch ein großes Ding. Das heißt, die Simpsons sind jetzt unter dem Deckmantel der Disney-Leute. Ja. Ach nein. Die kriegen jetzt bestimmt so runde, große Ohren dran. Ich denke auch. Ja. Ach schön. Marvel ist ja auch schon eine lange Zeit da. National Geographic, Winnie Pooh auch. Oh. Also wenn Disney jetzt richtig gemein sein will zum chinesischen Xi Jinping, dann machen die jetzt einfach einen großen Winnie-Pooh-Film, lassen den in China spielen, weil die freuen sich ja, die Chinesen. Gibt es ja auch den Trend in den letzten Jahren, dass immer mehr chinesische Schauspieler in große Hollywood-Produktionen kommen, um den chinesischen Markt abzugreifen. Aber ich habe eher Angst, dass Winnie-Pooh eingestampft wird. Wie es damals war bei Banjo und Kazooie, diese ganz erfolgreichen Figuren, wurden dann aufgekauft von einer anderen Firma. Ich weiß gar nicht, ich habe nur Halbwissen, von welcher Firma das war, ob das von Crash Bandicoot oder auch von Disney, keine Ahnung, irgendwer die aufgekauft. Und aus Angst davor, dass Banjo-Kazooie erfolgreicher werden als ihre Figuren, wurde Banjo-Kazooie einfach eingestampft. Ich glaube, das war Sony, wenn ich mich jetzt gerade nicht wüsste. Sony. Weil die Uncharted-Leute sind auch eng mit Sony verdingst und von denen ist das von Naughty Dog, wenn ich mich gerade nicht täusche. Kann sein. Und deswegen müsste das theoretisch Sony sein. Das könnte jetzt Winnie-Pooh genauso passieren, dass Winnie-Pooh einfach eingestampft wird, aus weil Angst, dass er dicker erfolgreicher Chinese wird. Sagt, ist aber erfolgreicher wird als Mickey Mouse. Ach so, das können wir nicht. Die sind ja beide irrelevant geworden. Mickey Mouse findet nicht mehr statt in der Jugend und auch Winnie Pooh nicht mehr so richtig. Das stimmt. Aber bei Winnie Pooh zu Recht, weil der hat für mich auch immer so ein bisschen einfach mental ein bisschen langsam gewirkt. Ja. Während Mickey Mouse einfach nur ein arrogantes Stück ist, der eigentlich nichts kann. Was kann Mickey Mouse? In einem Wort, was kann Mickey Mouse? Der kann sprechen wie Verona Feldbusch. Ja, gut. Lohnt sich nicht. Na gut, also für mich ist das auf jeden Fall hart, dieser Deal, weil Disney wird immer größer. Es gibt langsam einfach nur noch so vier große Firmen irgendwie von Amazon über Disney. Aber es passt ja auch, weil Disney Apple. Haben ja auch ihre Filme aus Netflix rausgezogen, was wir ja schon angesprochen haben. Und dann eröffnen sie vielleicht auch ein eigenes Netzwerk, so Network irgendwie oder einen Streamingdienst. Dann hätte man wenigstens auch relativ viel Angebot auf dem... Ja, aber weißt du, auf der anderen Seite kann ich auf Reboot von Aladdin, Reboot von Herr der Löwen, wie heißt der Kollege? Ja, Lion Wars oder so. Genau, ja. Mufasa. Kann ich auch einfach verzichten. Ja, ich auch. Das Ding. Ich fand den Trailer von Aladdin ganz, ganz fürchterlich. Mhm. Will Smith als Genius, weiß nicht. Die Idee klang erstmal lustig, wo ich es gelesen hatte, aber ich habe das dann gesehen und dachte mir... Das denkst du natürlich nur aufgrund deines Rassismus. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Man kann ja keinen Schwarzen von der blauen Figur einsetzen. Das ist stimmt. Was sollen die Schlümpfe dazu sagen? Ja, eben. Die fühlen sich dann irgendwie disrespected. Thema Indianer, was wir letzte Woche auch hatten. Ist bestimmt schon 3 Wochen nichts her. Nichts anderes, aber, ja. Oder 2 Wochen, ja. Ja. Hört auf jeden Fall die alten Podcasts nochmal an. Die sind immer noch relevant, will Tito damit sagen. Die sind zeitlos. Es sind wirklich, also das ist in einer Riege so. Das Parfüm, das Tagebuch der Anne Frank, Brennpunkt Internet, Folge 9. Richtig. 8, 7, 6, alle. Und Antisemitismus. Ist auch zeitlos. Geht zeitlos, immer. Wenn ihr keinen Buhmann findet, wendet euch an die Juden. Genau. Ja. Nee, aber wirklich jetzt mal, wo wir gerade von Juden sprechen. Disney, ein Großkonzern. Ich gönn's ihnen ja auch. Ja. Du gönnst es ihnen, aber siehst du nicht auch so ein bisschen das Problem, wenn die immer weiter, ja, es gibt jetzt noch zum Beispiel Universal, Paramount, also es gibt ja noch so Filmstudios, aber wenn das irgendwann alles aufkauft und dann Disney als einziges Ding vielleicht das Einkommen von einem kleinen Land hat, ja, und dann kauft es dieses Land einfach, macht seine eigene Währung. Ja, das ist das Problem mit Monopolen. Es gibt keine Konkurrenz mehr, die können tun, was sie wollen. Und die klauen auch immer. Ja, wie die Polen, die haben auch keinen Konkurrenten. Ja. Genau. Ja, also ich finde es ein bisschen problematisch. Ich fand auch nicht, dass Disney in den letzten Jahren Gutes getan hat. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine große Leidenschaft für sowas wie Star Wars hast, aber... Absolut. Was da mit der Star Wars-Marke gemacht Friede wird... Friede sei mit dir und Mr. Spock und so. Ja. Ich bin Star Wars... Gandalf. Gandalf-Fan, ja. Ja, ja, also finde ich nicht so geil. Nee. Finde ich nicht so geil. Ich beobachte es mit Bedenken. Ja. Ich gönne es Goofy, aber Mickey Mouse nicht. Das stimmt, Goofy war auch immer einer. Ich muss sagen, Donald Duck war für mich immer so die Person, zu der ich Bezug hatte. Goofy war eher so der... Goofy ist halt einfach dumm, ist sympathisch, aber einfach dumm. Und Donald ist der Einzige, der so ein bisschen sieht, dass um ihn herum nur Psychopathen sind. Und der heimliche sich deswegen, Star, genau. Ja, und er regt sich auf, weil er der Einzige ist, der wirklich durchblickt. Ja. Ich musste mal an Klaus Kinski denken, wenn ich Donald Duck gesehen habe und umgekehrt. Und das ist meine Lieblingsfigur. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet Mickey Mouse so der große Star geworden ist. Nur weil sie schwarz ist wahrscheinlich. Ich denke auch. Das war wieder so ein Quotending. Da wird den meisten Enten wieder alles weggenommen. Mhm. Man hat es einfach schwer, wenn man weiß ist. Aber was ich auch mal seltsam fand, warum hat Goofy eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, aber obwohl er ein Hund ist, ja. Aber Pluto nicht. Das ist Mobbing. Der wird versklavt. Nee, das Ding ist, Goofy ist raus.
Leider. Goofy ist raus. Was macht er eigentlich heute? Ich habe auch übrigens nach langer Zeit, lassen uns nicht über Goofy reden. Okay. Ich habe seit langer Zeit habe ich schon wieder so einen Song auf Kippe, aber ich kriege ihn nicht fertig. Da geht's auch, die gehen mir alle auf den Sack, außer Donald Duck. Ja? Mhm. Und dann haben wir Frank. Wird ein ganz großer Hit. Oh. Aber ich, das Problem ist, dass ich keine geilen Zeilen über die anderen Personen, also teilweise, ich habe schon ein paar geile, aber nicht über alle. So diese ganzen anderen Figuren, die sind einfach Goofy nicht. Und so. Bei Goofy geht sowas noch. Wie, ja, hui, und ja, und macht immer ach, hier, Donnerwetter. Genau, und Max und Carlo und so, das geht schon. Das wird früher oder später wird das noch fertig. Ja, ich freue mich auf den Song. Ich auch. Toll. Ich freue mich noch mehr. Gut, ansonsten habe ich vielleicht noch einen großen Nachtrag zu letzter Woche. Ja. Denn natürlich ist Neuseeland jetzt auch im Internetzeitalter eigentlich schon vergessen. Ist ja quasi jetzt schon etliche Jahre her. Ja. Also ist ja längst hat Tanzverbot zu einem neuen Video masturbiert. Das ist alles nicht mehr relevant. Aber dennoch habe ich einen kleinen Nachtrag zu letzten Woche. Und du hast es garantiert auch mitbekommen. Ich habe die große Überschrift, der Junge hat Eier. Richtig, ich habe die gleiche tatsächlich aufgeschrieben, warte. Ja. Der Eggboy hat Eier bewiesen. Great minds think richtig. Penis, Ich habe mich sogar richtig auseinandergesetzt damit. Hm. Der Junge heißt Will Connelly, oder Connolly meine ich. Connolly habe ich Connolly, ja auch und er ist 17 Jahre und ist ein Star. Was hat dieser Star, der jetzt Eggboy von allen nur im Internet genannt wird, was hat er denn gemacht? Er hat, also es ist in Australien passiert, ein australischer... Neuseeland, oder? Also ich habe rausgefunden, ich Australien weiß, ist also das Gleiche, glaube ich. Der Politiker an sich ist ein neuseeländischer Politiker, wenn ich mich jetzt nicht völlig halb wissen. Laut Wikipedia ist er ein australischer Senator. Gut, dann steht halt einfach Aussage gegen Aussage. Richtig. Es wird wahrscheinlich ein... In dubio pro reo. Ja. Und es ist ja wie Japan und China, Korea, gut. Alles gleich. Und zwar hat der rechtskonservative Politiker Frosa Anning sich ganz, ganz komisch über diesen Attentäter geäußert, über das Attentat geäußert. Ja. Er hat nämlich gesagt, does anyone still dispute the link between Muslim immigration and violence? Muss man sagen, rein theoretisch in einem Vakuum kann man ihm vielleicht sogar recht geben, ja. Wenn natürlich der Hass gegen die Immigranten gerichtet ist. Es ist umgekehrt, ja. Aber... Also so wie er es meint, heißt ja, naja gut, die Migranten sind daran schuld, dass sie gestorben sind. Richtig, richtig. Das habe ich auch der AfD öfter vorgeworfen, dass sie dann immer gesagt haben, ja, seit der Flüchtlingskrise sind die Gewalttaten in Deutschland rapide angestiegen. Ja, gegen Moslems, gegen Ausländer. Und wer ist daran schuld? Ihr, liebe AfD. Aber das ist ja ein fehlender Link, den muss man nicht beachten. Das stimmt. Deswegen ist was passiert. Fakten sind Auslegungssache. Jedenfalls hat dieser Politiker ein Interview gegeben. Richtig. Und der junge Will hat sich einfach dahinter geschlichen mit seiner Kamera, mit seiner Handykamera und hat ein rohes Ei auf dem Kopf des Politikers geschlagen, mitten im Satz. Und der Politiker hat wild um sich geschlagen. Und hat ihm erst eine Ohrfeige gegeben. Da, sage ich noch so als Reflexreaktion. Ja. Ist nicht die feine englische Art, ja. Ist nämlich die australische Art demnach. Ja. Aber... Als Reflexreaktion sage ich, okay, danach ist er aber sofort weiter auf ihn losgegangen. Ja. Da hört meine Toleranz dann auch ein bisschen auf. Auf ihn eingetroschen und bis auf den Boden lag, dann wurde er noch festgehalten. Da gibt es auch noch eine witzige Hintergrundinfo, ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Einer von den Außenstehenden hat ihn ja so getackelt und auf den Boden gedrückt, so richtig in den Schwitzkasten genommen. Die Person hat laufende Prozesse gegen sich, Achtung, weil sie mit Peitsche und Fake-Schwert in eine anglikanische Kirche gegangen ist, um dort irgendwie Angst und Schrecken zu verbreiten und eine Puppe geköpft vor Moslems mit einem Spielzeugschwert. Also ein sympathischer Mensch. Auch in der Riege um diesen Politiker sind nur sympathische Menschen, kann man sagen. Und da sage ich wieder, man kann nicht mit Podiumsdiskussionen und Seifenblasen Politik machen. Man muss manchmal einfach ein Ei rausholen, seine Eier rausholen, dann ein Ei rausholen und das Nazis einfach mal in die Fresse klatschen. Da muss ich aber fast sagen, wenn er wirklich sein Ei rausgeholt hätte, das hätte vielleicht noch größere Wellen geschlagen. Vielleicht auch nicht, das wäre ja Kinderpornografie gewesen. Ach shit. Unter Umständen. Das hätte man nicht zeigen dürfen. Ja, stimmt, in Neuseeland sind sie auch sehr verklemmt. Da ist auch, was Videospiele angeht, die Zensur sehr hoch. Ähnlich wie in Deutschland. Obwohl es in Deutschland ja langsam bergauf geht, was das angeht. Richtig. Auch für Michael Jackson ist es ja dann zu spät quasi. Bei Michael Jackson, da gibt es auch noch ordentlich was zu besprechen. Absolut. Aber ich habe noch ein, zwei Nebeninformationen zu dem. Gerne. Punkt. Denn warum ist Eggboy überhaupt so ein Thema? Natürlich, weil er unter anderem durch Twitter mega gehypt wurde. Ja. Es gibt natürlich auch hier eine Kontroverse, darf er das machen oder sollte man das machen? Weil es ist ja schon
Assault, also es ist ja schon ein Angriff auf den Politiker. Man hätte jetzt zum Beispiel auch ein Schild hochhängen können und sagen, hier, dieser Mensch ist böse oder was auch immer. Das hätte nichts bewirkt. Es hätte nicht diese Medienwirksamkeit gehabt, sage ich mal. Und so gibt es zwei Seiten. Die einen sagen, oh, super geil, dass er sich da so einsetzt. Und guck mal, hier wieder die jungen Leute, ähnlich wie bei Fridays for Future. Ja. Die jungen Leute reißen, was die anderen sagen. Ja, das ist aber trotzdem, wie scheiße der auch ist, du kannst ihm nicht einfach irgendwie ein Ei an den Kopf klatschen. Unter anderem der Premierminister von Neuseeland, Scott Morrison, hat jetzt seine Seite klar bekannt zu Eggboy. Ja. Ja. Und da habe ich mir überlegt, stell dir das mal vor, du klatschst zum Beispiel Höcke ein Ei auf den Kopf und Merkel sagt, Tino, gut gemacht. Das ist doch einfach mal eine schöne Vorstellung. Ja, man muss sich auch über Applaus aus der falschen Ecke freuen. Ist schon okay. Ja. Ich habe auch gelesen, dass das Anschlägchen auf den Politiker hat dazu geführt, dass es jetzt rechtliche Schritte auch gegen diesen Senator geben wird, aufgrund dieses Tweets, der tatsächlich auch Richtung Volksverhetzung geht. Obwohl es Volksverhetzung, glaube ich, gar nicht gibt in Neuseeland, aber so in die Richtung. In Neuseeland gibt es überhaupt keine Straftaten, das ist das Problem. Ich denke auch nicht. Die müssen erstmal die Gesetze erfinden, die kannten bisher keine Straftaten. Das ist wirklich ein heißes Pflaster jetzt. Da gibt es auch noch weitergehende Folgen davon. Unter anderem auch zu ihm jetzt, dem Anning, gab es eine Petition innerhalb kürzester Zeit. 1 Million Leute haben die unterschrieben, dass er doch bitte aus dem Amt fliegen soll. Genau. Und auch wie du sagst, der Eggboy soll auch Strafen bekommen. Stand im Raum, da sind sofort Crowdfunding-Experimente aus dem Boden gestanden. Genau. Und er meinte aber jetzt alles, was da, und das macht ihn für mich definitiv endgültig sympathisch, alles, was da rankommt, spendet er an die Opfer von Christchurch. Nice. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ja. Aber es geht natürlich auch noch weiter an Folgen, denn Christchurch, das geht nicht so, also das geht nicht an dir vorbei. Auch nicht an Neuseeland. Es gab direkt Änderungen. Im Waffengesetz. Im Waffengesetz, ne? Richtig. Und da habe ich mit einer Person gesprochen in meinem Bekanntenkreis, die selber Waffenbesitzer ist. Ich weiß nicht, ob das habe ich nicht im Internet gefunden, dass tatsächlich auch Leute... Franz hat Waffen, ja? Ja, ja. Der kam ja über das Mittelmeer her und uns das Abendland hier, also wir sind ja schon relativ abendlich, will er uns islamisieren und das schafft man nicht ohne Waffen. Gut, und er meinte, naja, es ist ein bisschen unfair, dass das auch rückwirkend wirkt auf Leute, die seit 20 Jahren Waffen haben ohne Vorfälle, dass die jetzt die abgeben müssen. Davon habe ich nichts gefunden, aber vielleicht können wir das als Halbwissen hier mal reinstreuen. Doch, ich finde es gerechtfertigt. Also auch als es noch diesen homosexuellen Paragraphen gab, dass Homosexuelle ins Gefängnis müssen und bestraft werden. Auch die sind ja dann im Nachhinein freigesprochen worden wieder, haben auch teilweise Abfindungen bekommen. Aber das ist ja genau deswegen das Gegenteil. Deswegen finde ich es da auch konsequent. Ich meine, er muss ja keine Strafen bekommen, dass er Waffen besitzt, aber ich finde, er muss sich trotzdem an diese neuen Sachen halten. Weil selbst wenn Busfahrpreise verlängert werden, musst du ja auch deine alten Tickets quasi dann wegschmeißen. Die sind ja auch nicht mehr gültig, lange Zeit. Ja. Und das Ziel ist ja auch, dass Waffen verringert werden, wenn halt schon vorher jemand sich eine Garage gekauft hat mit Kalaschnikows und Bomben, dann sollte er die auch abgeben müssen, wenn es neue Gesetze gibt, dass man keine Bomben mehr nehmen soll. Meine Meinung. Ja, also vielleicht sollte man einfach so einen Anschlag illegal machen. Das würde es bestimmt lösen. Wir dürfen uns Freiheit nicht so sehr einschränken, finde ich. Ja, da hast du auch wieder recht. Es muss seine Grenzen haben. Es ist wirklich eine Gratwanderung in dem Fall. Das wollen die Terroristen ja. Die wollen ja, dass wir uns in unsere eigene Freiheit einschränken. Und ich finde, Amokläufe und Attentate, das ist auch ein deutsches Kulturgut irgendwo. Wir haben es natürlich damals in ganz großen Stil vollzogen, ja, im Zweiten Weltkrieg. Das sollten wir uns, finde ich, nicht wegnehmen lassen von irgendwelchen dummen Moslems. Es ist ein Stück weit deutsche Kultur, das stimmt schon. Ja. Ich meine, vor Robert Steinhäuser hat auch niemand über Schulattentate gesprochen. Was war denn Columbine schon? Also eben ganz war ehrlich, gar nichts. Erbärmlich. Naja, es gibt natürlich noch weitere Folgen, beziehungsweise teilweise nur kurzfristig. Ein Internetanbieter aus Neuseeland, Telstra, kennt kein Schwein, muss man auch nicht kennen. Jetzt kennen die alle. Ja, stimmt. Frohen Schiss nebenan. Hat unter anderem den Zugang zu 4chan, 8chan und LiveLeak geblockt. Unter anderem auch in Australien. Ach. Natürlich nur kurzfristig erstmal, soweit ich weiß. Und auch von den neuseeländischen Leuten von der Politik aus hieß es, ey, schaut euch das Video nicht an, verbreitet das Video nicht. Und das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ich habe mich auch unterhalten mit Freunden gestern darüber, ob man das Video sich anschauen sollte. Mhm. Und auf der einen Seite stimmt es, man will dem Ganzen ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben, als es eh schon bekommen hat. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein sehr abschreckendes Video. Mhm. Und es verdeutlicht ja auch die Kaltblütigkeit und die Grausamkeit, die hinter so einem Anschlag stecken. Und darum finde ich es vielleicht schon, man muss es nicht gesehen haben, aber ich finde, wer sich dafür interessiert und wer sich ein Bild machen möchte darüber, auch vielleicht die auch rechts denken und dann vielleicht sehen, wie schlimm das ist und wie da auf arme Frauen und Kinder eingeschossen wird, dann kann es vielleicht passieren, dass sie sagen, oh, das ist doch ganz schön krasses Video, ich mache das vielleicht doch nicht. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich dir absolut gegenüber einstimme. Wegsehen bringt nichts. Richtig. Und ich habe auch Facebook-Kommentare gesehen. Man sagt ja immer, ja, nur auf 8chan, 4chan und diesen krassen Internetseiten gibt es solche Meinungen. Aber nein, auch in Facebook hieß es teilweise, oh ja, hier, war natürlich nur Screenshot, können natürlich auch gedoktert sein, ja, sage ich nicht. Aber gibt es definitiv Leute im Alltag, die sagen, oh ja, scheiße, egal, hier 50 Moslems weg, unser interessiert Held, mich hab nicht. Ich gesehen, ja, auch klar. Sowas. Mhm. Und ich glaube, dass diese Leute einfach. Die haben diese Meinung, aber sie haben einfach eine gewisse Distanz dazu. Und die würden mich verlieren, wenn die so ein Video mal sehen würden. Der einzige Punkt, wo ich definitiv mitgehe, ist, man sollte das Video nicht teilen oder promoten. Deswegen finde ich, das, was wir gemacht haben, ist ja, also was wir machen, ist sowieso immer das Beste. Da, keine Frage, nehmt uns bitte als moralischen Maßstab. Aber das, was wir gemacht haben, das Video zu beschreiben, sodass man weiß, was passiert, aber es nicht unbedingt sehen muss. Damit ihr es nicht schauen müsst, genau. Genau, man hat ja auch als Mensch so eine morbide Neugier einfach. Ja. So, und um das zu befriedigen, ja, wir sind hier da für eure Befriedigung, liebe Leute. Sagen wir euch einfach, was in dem Video vorkommt, dann müsst ihr es nicht schauen. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg. Und Facebook musste sogar laut Medienaussagen dieses Video millionenfach löschen, weil es immer wieder hochgeladen worden ist von verschiedenen Seiten. Ist ganz witzig, weil Facebook meiner Meinung nach überraschend kulant ist. Also Kalle zum Beispiel hat mir vor, lass es eine Woche mittlerweile sein, ein Video geschickt. Ein echt witziges Video. Irgend so eine, ich weiß es nicht genau, irgend so Ostblock. Ostblock würde ich sagen, so irgendeine private Feier. Witzig, läuft Rocky-Musik im Hintergrund. Gibt es ja diese berühmte Rocky-Szene, wie er so einen Haufen Fleisch zusammenschlägt. Ja, ja. Genau, super witzig. Und in dem Fall sieht man eine Party, wo diese lustigen, vielleicht sind es Russen, ich weiß es nicht genau, die heben eine Person hoch, die ist nackt und der Hodensack hängt nach unten und eine weitere Person kommt dann von unten und boxt an diesen Hodensack dran. Oh. Und das unterlegt mit dieser Musik. Das finde ich aber schlimmer als das Attentatvideo. Finde ich auch unangenehm, also das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Aber das Video ist immer noch online auf Facebook. Also es ist wirklich sehr kulant, was solchen Content angeht. Ist ja auch eher lol als ist eher lol, ja. Also wahrscheinlich war er nicht witzig genug. Hätte er noch witziges Commentary gemacht, dann hätte es Facebook toleriert. Danke Zuckerberg. Ja. Danke sehr, sehr liberal tatsächlich. Aber kann man wirklich sagen, also dieses Zensieren, ja, also Zugänge blocken zu Live League und so, ich finde das bringt nichts. Das ist halt auch der Streisand-Effekt einfach. Ja. Dass, wenn die Leute sagen, guck's dir ja nicht an, da wollen sie es natürlich erst recht sehen. Und ich habe sogar gelesen, dass das Darknet gerade in der Kritik steht von Politikern sogar. Das Darknet? Es ist durchgedrungen zu den Politikern unseres Landes. Und ein EU-Abgeordneter, der deutsche Innenminister Günther Krings hat gesagt, in einer Demokratie gibt es keinen legitimen Nutzen für das Darknet. Und er möchte es abschalten. Oha. Das Darknet. Den Stecker ziehen fürs Darknet. Okay, das ist natürlich so einfach nicht machbar. Sag ihm das mal. Ziehen, aber sag ihm das mal. Vielleicht würde ich sogar sagen, gerade um eine Demokratie zu beschützen, ist sowas wie das Darknet vielleicht gar nicht so unvorteilhaft. Richtig, es steht sich gegenüber. So dieses, ja, auf der einen Seite sammeln sich da die Kriminellen, die Kannibalen und Pädophilen. Im Darknet, das war doch das, wo nur die Schwarzen sind, ne? Richtig, wo die Schwarzen sind, wo alles dunkel ist. Genau. Und gegen die Whistleblower, ja, es gibt ja auch diejenigen, die aus Nordkorea Zugriff haben oder aus anderen schwierigen Ländern, also ganz, ganz eklig wirklich. Und Menschenrechtsaktivisten, die sich da austauschen und da Berichte liefern über ihre Länder. Und deswegen finde ich, auch das ist wie alles ein zweischneidiges Schwert. Ja, gut, dass wir das hier so schön differenziert für euch einordnen, liebe Leute. Nicht nur für euch, sondern auch alle Klogänger am heutigen Tage. Das Problem ist einfach, Zensur macht es nicht besser. Nein. Wir finden das gut. Zensur wenn ihr das Video gucken wollt, guckt es euch an. Wenn ihr natürlich Freude bei dem Video empfindet, solltet ihr euch vielleicht Hilfe holen. Ja. Weil freudig ist es nicht. Spätestens nach der zweiten Erektion würde ich dann mal zum Therapeuten gehen. Ja, aber vorher noch runterwichsen. Ja, vorher natürlich, also, ja. Prioritäten müssen schon gesetzt werden. Wenn ihr dann immer noch eine Erektion bekommt, dann ist vielleicht unter Umständen was verkehrt. Ja. Vielleicht. Gut, das war auf jeden Fall das Thema. Du hast aber gerade von auf Internet spezifisch gemünzte inkompetente Politiker angesprochen.
sagen wir, das gibt's ja irgendwie mehrfach, habe ich das Gefühl. Echt? Ich habe gar nicht erlebt. Ich habe hier noch so eine Überschrift. Nein. CDU voller Vollpfosten. Oh, wow. Amanakoi. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil das war, glaube ich, es hat sich angefühlt wie so ein bisschen Twitter intern. Mhm. Und auf Twitter bist du ja nicht so zugegen. Es gab ein Interview von unserem allseits beliebten Axel Voss. Ja, Dr. Axel Voss. Dr. Ne? Axel, oh, ja. Ein Doktor in. Ich glaube schon. Doktor in. Doktor, oder war es Axel Zähne. Stoll? Ich weiß es nicht mehr. Ähnlich seriös. Ja. Doktor Best. Bestimmt. Ja. Gut, der hat ein Interview gegeben für Weiß. Und da hat er unter anderem, also er hat viel Quatsch erzählt. Oh, ist natürlich völlig wertungsfrei. Ja. Quatsch, wertungsfrei. Hat objektiv Blödsinn erzählt. Ja. Unter anderem, und das ist am meisten herausgestellt worden, hat er gesagt, dass es bei Google eine Rubrik gibt für Memes. Also wie es da gibt, Bilder, Videos, Shopping und Memes. Richtig. So, dann haben diverse Leute gesagt, lieber Axel, das ist Quatsch, was du da erzählst. Und dann hat die CDU, also die europäische CDU, hat mit ihrem privaten Twitter-Account gepostet, oh, der Timo Wölken von der SPD, der sich ja auch da relativ viel einsetzt, der hat aber Quatsch erzählt, denn es gibt sehr wohl eine Meme-Rubrik bei Google. So, was sie jetzt gemacht haben, ist Axel Voss zu googeln. Und wenn man dann auf Bilder geht, sind ja unten immer so ähnliche Suchanfragen. Ja. Und da stand Memes. Wow, was für Füchse. Ja, und da wurde auch ganz, ganz schnell von Leuten herausgestellt, die zum Beispiel Nationalsozialismus gegoogelt haben, standen da unten auch so Rubriken. Nein. Und die hießen dann Hakenkreuz oder Gaskammer. Und ich glaube, da sollte man wirklich was machen. Also wenn Google Rubriken hat, die Hakenkreuz heißen, also da sollte Google langsam mal abgeschaltet werden. Ein richtiger Nazi-Verein, wusste ich gar nicht. Vielleicht können wir es einfach umpolen. Das Darknet wird zu Google und Google ist weg. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Darknet ist eh viel größer. Das stimmt. Und besser. Ja. Weil da die ganzen Schwarzen sind. Und die können viel weiter springen als wir. Und die Auftragsmörder. Ja. Mein Klientel. Ja. Naja, unsere Zuschauerschaft. Man kann Zuhörerschaft. Stimmt. Die kommen daher, verbreitet uns im Darknet, liebe Leute. Man kann also sagen, der Axel Voss hat sich nicht geirrt. Nein. Das sind Rubriken, das sind nicht ähnliche Suchanfragen. Es kann nicht sein, dass Leute zum Beispiel Axel Voss googeln und gleichzeitig im selben Atemzug vielleicht auch Memes googeln, wenn sie sich dafür interessieren. Nein, nein. Es kann nicht sein, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Nein. Axel Voss hat den Dreh raus. Ich habe mir das Interview leider noch nicht durchgelesen, weil es hat sich nicht gelohnt. Ich wollte nicht, nicht zu viel Insights haben, damit ich zu gut vorbereitet bin auf den Podcast. Aber ich glaube, das werde ich mal noch nachholen. Es sollen ja auch noch Denkanstöße sein für euch, ja, dass ihr euch dann damit befasst. Wir fassen es ganz kurz zusammen, kratzen an der Oberfläche und dann springt ihr selber rein. Wie der Attentäter von Neuseeland hat ja auch nur einen Denkanstoß gegeben. Richtig. Es ist ein kleiner Schritt für mich, für euch, aber für mich war es ein großer Schritt. Ja. Naja, also Axel Voss, hast du gut gemacht, ist ein großer Quatsch. Richtig. Gut, was ganz Wichtiges, was wir letztes Mal angesprochen haben. Oh ja. Und zwar immer noch der King of Kinderpoppen, Michael Jackson. Und ich bin sehr ambivalent eingestellt, ja. Die Doku ist ja jetzt rausgekommen im englischsprachigen Markt. Am 6. April, glaube ich, kommt es auf ProSieben. Die geht 4 Stunden lang. Das ist so eine Doppeldoku, genau. Und so ein Doppeldecker, wie bei ihm auf der Neverland Ranch mit seinen Kindern irgendwo gemacht hat. Quasi. Mhm. Und es werden Kinder, also ehemalige Kinder interviewt, die damals von ihm missbraucht sein. Was ist da passiert? Sollen. Warum sind die heute keine Kinder mehr? Sind die ausgestiegen die aus sind, der Szene? Die sind als Spätfolge groß geworden nach den Missbrauchsvorfällen. Konnte man sich da nicht gegen impfen? Gar nicht, leider nicht. Unangenehm. Ja, danke, liebe Impfgegner, sage ich dazu nur. Nein, ich weiß nicht, was ich halten soll. Es gibt ja so viele Pro und Kontras. Ja, also die Doku ist halt sehr einseitig und deckt nur... Ups, da fällt meine Flasche um. Sie deckt nur die Seite ab, die sagt, Jackson war ein pädophiler Kindesmissbrauchsmensch. Richtig. Und anders als Michael Jackson, der jede Seite der Kinder abgedeckt hat, ist das wirklich nicht so nett. Richtig. Und zwar ist es ja so zum Beispiel, dass jetzt diese neuen Aussagen von den Leuten, die muss man ja erstmal ernst nehmen, ja, von Opfern. Ja. Das Komische ist halt nur, dass sie vor 10 Jahren schon mal ausgesagt hatten und da Michael Jackson verteidigt hatten und es dann noch hieß, dass ihre Eltern sie gezwungen hätten zu diesen Aussagen, oha, weil sie Geld haben wollten von Jackson. Und das ist offene Info so, ja? Richtig. Und auch andere, der Kevin allein zu Hause Darsteller, war ja auch befreundet mit Michael Jackson. Story-Twist, der war nicht allein zu Hause, Michael war da. Michael war immer bei ihm. You are not alone. Und auch der hat immer gesagt,
wir hatten einfach eine Freundschaft. Wir hatten zwar 22 Jahre Altersunterschied, aber er hat mich nie irgendwie angefasst und es gab nichts. Er hat auch nie irgendwas mitbekommen in der Richtung. Vielleicht beschweren die sich jetzt, weil sie nicht angefasst wurden. Das kann auch sein. Das haben sie waren, warum fasst Michael die anderen an, aber uns nicht? Aber die haben ja Geld bekommen wenigstens. Also Jackson hat ja wenigstens Geld bezahlt, damit sie ihn in Ruhe lassen. Ja, es ist schon schwierig. Da sind Millionen geflossen und der eine ist ja auch jetzt ein ganz bekannter Choreograf geworden. Also es gibt keinen Grund dafür. Aber auf der anderen Seite hatte halt Jackson so ein Glockensystem in seinem Haus, vor seinen Schlafzimmern, dass er von Weitem hören konnte, wenn jemand kam. Was wieder so dafür aber das spricht, wollte so er doch lieber aus der Nähe hören, wenn jemand kommt, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Beides eigentlich. Ja. Also damit er weiß, wann er halt nicht kommen sollte, wenn jemand kommt. Okay. Und auch seine Ex-Frauen haben gesagt, er war heterosexuell, wir hatten Sex gehabt, er war gut im Bett, er war ein Tier im Bett. Ja, alles das kann natürlich Alibi sein. Also, oder man kann ja auch bi sein oder pansexuell, was es nicht alles. Peter Ekelhaft. Pansexuell. Er war wahrscheinlich Peter pansexuell. Er war vielleicht pansexuell, ja. Das schließt sich tatsächlich nicht aus. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich halte. Was denkst du denn über die Sache? Also die Sache ist, der Mann ist tot, habe ich gehört. Nein. Ich glaube, so ganz werden wir die Sache nicht mehr auflösen. Deswegen ist es so ein bisschen, was soll das Ganze jetzt noch? Okay, wenn es den Opfern schlecht geht, von mir aus so, aber jetzt noch mal eine große Doku draus machen, ich weiß nicht, wenn die natürlich zum Ziel hat, irgendwie eine Art Pädophilenring oder so in Hollywood, den es ja wirklich einfach geben muss, ja. Den irgendwie ein bisschen aufzudecken oder so, aber das kommt, ich habe die Dokus noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen, ja. Aber wenn das irgendwie ein höher gestelltes Ziel hat, okay, aber bis dahin, du kannst es halt nicht wissen. Man kann auf jeden Fall sagen, wenn der, und das, soweit ich weiß, ist das bekannt, dass er wirklich mit Kindern zusammen im Bett geschlafen hat, dann ist das mindestens ein bisschen seltsam. Ja. So. Ob da jetzt was passiert ist oder nicht, ist auf jeden Fall seltsam. Es gab auch den lustigen Fall, dass ein Kind Jacksons Genitalien beschreiben sollte. Und das hat nicht zugetroffen, die Beschreibung. Okay. Ganz witzig. Wie und sowas gab es halt. Denn? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hieß es bei der Gerichtsverhandlung. Moment, da kann es aber das einfache Problem sein, dass er hat ja eine kleine Wandlung durchgemacht. Vielleicht hat das Kind seinen noch schwarzen Phallus gesehen. Und hinterher war der natürlich weiß. Vielleicht hat er sich auch deswegen umgefärbt. Sein Penis war schwarz. Und war sehr buschig. Ja, wir haben Jacksons Genitalien untersucht. Dünn, weiß und rasiert. Das kann nicht sein. Da wollte ich gerade nochmal einhaken. Wie beschreibt man denn Genitalien? Also vielleicht sowas wie Leberflecken oder sowas. Aber darüber hinaus, die Länge, da hört es dann aber auch schon langsam auf. Ja, Größe, oder? Weiß ich nicht. Handgrifflichkeit so vielleicht. Geschmack. Kleines Kindchen, beschreibt mal, wie hat es sich im Mund angefühlt? Ja, sehr glatt. Es hat ein bisschen geschmeckt nach Wurst. Ja, also nein, wirklich, liebes Kind, es schmeckt nach Pfefferminz. Ah, da sind dann die Richter, haben dann alle mal Probe genippelt. Richtig. Aber haben die das dann überprüft, nachdem er gestorben ist, oder Nee, es war während der langwierigen Verhandlungen damals, 2003 oder so war das. Das ist ja auch absolut absurd. Wenn dann ein Richter kommt, Herr Jackson, im Zuge unserer Ermittlungen würden wir Sie jetzt bitten, einmal die Hose auszuziehen. Es war so, nicht in der Öffentlichkeit, aber er wurde im Vorfeld untersucht von der Polizei und von wahrscheinlich irgendwelchen Ärzten. Und die haben dann Fotos gemacht von seinen Genitalien und dann sollten die Kinder halt beschreiben, wie die ausgesehen haben sollen von ihm. Und dann haben die Beschreibung halt nicht zugetroffen. Und offenbar so überlappend falsch, dass die gesagt haben, es kann nicht sein, die Aussage. Weil ich habe in meinem naiven Kopf immer noch die Vorstellung, dass er einfach nur ein Peter Pan war, der seine Kindheit nachholen oder wollte. Oder Pedopan. Oder Peter Pan. Ist mir egal, ja, das ist immer noch in meinem Kopf und ich finde die Musik einfach toll und ich weiß, ja. Und ich weiß halt nicht, also ganz ehrlich, ambivalent. Ja, das ist wirklich Quatsch. Beatles oder sonst welche Thriller, die Songs werden nicht schlechter, nur weil er kleine Kinder angefasst hat. Oder Songs wie Pretty Young Thing oder You Are Not Alone. Die werden besser dadurch. Lonely Child, das sind alles so Kinder-Songs, die werden einfach besser mit der Zeit, nach der Geschichte. Die und reifen. Ich würde sagen, ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr haltet. Ist Michael Jackson ein pädophiler Mensch gewesen oder war er einfach nur ein asexueller, heterosexueller? Vielleicht können wir dieses Thema aufrollen, wenn ich die Doku da nochmal gesehen habe. Ja. Weil ProSieben ist nicht gebührenfinanziert, von daher kann ich mir das angucken. Privatfernsehen. Und da schauen wir mal weiter. Bis dahin gibt es ja noch mannigfaltige Themen. Hast du eigentlich die Zeit im Blick? Ich habe die Zeit im Blick, nice. Die ist noch gut. Ah, nice. Ja, ich habe noch eine weitere Überschrift.
Brexperiment gescheitert. Ja. Muss natürlich auch hier nochmal Anklang finden, dieses große Thema. Es gab eine Umfrage von Sky Data, was auch immer das habe ich mich nicht mit befasst. Es gab eine Umfrage, interessiert mich nicht von wem. 90% der Befragten, natürlich Briten wurden befragt, sagen, dass die Handhabung von diesem ganzen Brexit-Deal eine nationale Demütigung ist. Also langsam werden sie auch ein bisschen verbittert. Wobei ich jetzt ein bisschen sage, vielleicht Wonderwall ist die größere nationale Demütigung. Ja, richtig. Also es gibt, glaube ich, nichts, was schlimmer ist als Wonderwall, was aus Großbritannien kommt. Fällt mir nicht viel ein. Ich wüsste auch nicht viel, was schlimmer sein könnte. Fish and Chips vielleicht. Die Namensgebung von Lady Di. Die ja, war richtig, auch ganz richtig. Schön demütigend. Schwierig, Lady Di. Ja, aber natürlich, Brexit ist so ein Thema. Und diese Umfrage sagt, 90% der Leute, vielleicht, wenn diese 90% sich jetzt noch umentscheiden und sagen, hier, ne, wie ich gesagt habe, excuse me. Das Votum ist ja rechtskräftig und ich glaube, dass die es auch durchziehen wollen oder auch irgendwie müssen. Und ich weiß nicht, wie es demokratisch denn vertretbar ist, noch ein Votum zu machen. Man kann ja nicht sagen, machen ein Votum, ja, oder noch ein Votum, noch ein Votum. Aber die Umstände haben sich geändert. Das ist wie, wenn wir Magic zocken, ja, und man sagt, man macht einen Nicht-Angriffspakt, ja. Mhm. Sagt so, ich greife jetzt 5 Runden nicht an, in der Zeit baut hier der Gegner eine große Armee auf, dann haben sich halt einfach die Umstände geändert. Dann ist man halt öffentlich als Backstabber bekannt, aber ist egal. Das ist doch einfach, stell dir mal vor, ein ganzes Volk würde monatlich 17,50 Euro bezahlen und das ist irgendwie rechtlich gesichert, aber keiner hat da Bock drauf. Ja. Dann ist es doch angebracht zu sagen, naja, vielleicht gucken wir mal, ob es vielleicht eine Alternative gibt, wie zum Beispiel das nicht zu bezahlen. Ja. Wie die AfD, die will ja auch den Rundfunkbeitrag abschaffen. Das ist auch, da können wir stundenlang drüber diskutieren. Das ist ja auch einer von diesen Thesen, wo ich auch sage, naja, gewissermaßen haben sie recht, wenn der Bürger das bezahlt, diese 17,50 Euro, muss ja auch irgendwie jeder Bürger mehr oder weniger stattfinden in diesen bezahlten Medien. Also muss ja eigentlich auch rechtes Gedankengut, natürlich nicht Rechtsextremismus, rein theoretisch, weil es gibt ja nun mal nicht so wenig rechte Bürger in Deutschland, muss das ja eigentlich auch abgebildet werden. Aber es muss ja trotzdem kritisch beäugt werden. Also man kann ja beide Seiten. Ja, richtig. Alles. Ja. Also, und ich weiß nicht, staatlich kontrollierte, unabhängige Medien, das klingt für mich nach einem Oxymoron, also das funktioniert für mich nicht so, aber so meine Meinung. Oxymoron? Wo sind wir denn hier gelandet? Bei Harald Lesch? Ja. Im Lesch-Kosmos. Kommen wir lieber ganz schnell weg von dieser langweiligen Politik. Bäh. Ganz langweilig. Ja. Ich habe wirklich noch mein Herzensthema. Ich nenne es mit der Überschrift Once Upon a Hype Train. Es ist vielleicht nicht, doch ist eigentlich schon was das Internet in Brand setzt. Mhm. Gestern kam der Trailer für den Film Once Upon a Time in Hollywood raus. Mhm. Der 9. und vorletzte Film von Star-Regisseur Quentin Tarantino. Der vorletzte? Der vorletzte. Er hat gesagt, er macht nur 10 Filme, er will sich dann in anderen Gefilden austoben. Also er will insgesamt in seinem Leben nur 10 Filme machen. Hat er gesagt. Ich glaube auch, dass er das nicht durchziehen wird, aber sein Ansatz ist ganz gut, weil wenn du dir die Regelung gibst, 10 Filme ist das Maximum. Dann suchst du auch richtig aus. Richtig, und dann machst du halt nicht Avatar zum Beispiel, weil du immer Geld brauchst, sondern machst du wirklich nicht Cash-Grab, sondern wirklich das da, worauf du Bock drauf hast. Ja, aber interessant. Tarantino inszeniert Avatar. Ja, nee, vielleicht geht er dann tatsächlich ins Theater. Das war auch so eine Überlegung, die er hatte. Aber auf jeden Fall Once Upon a Time in Hollywood, ich weiß nicht, bist du mit Tarantino Filmlore so ein bisschen... Wir teilen uns zwar den Namen so ein bisschen, aber ich kenne nur wenige seiner Filme. Das ist schlecht, da hast du auf jeden Fall noch Wissenslücken, die gestopft werden müssen. Vielleicht hat Michael Jackson... Ich habe noch andere Löcher, die gestopft werden müssen, aber ja. Gut, es ist ein Film, der unter anderem... Es ist großartig. Ich glaube, es ist so eine Dekonstruktion von Hollywood. Spielt in den 60er Jahren. Es kommt unter anderem drin vor Charles Manson, Bruce Lee, den man im Trailer sieht. Charles Manson, der Metal-Sänger. Genau. Ja. Ja. Und es spielen Leonardo DiCaprio mit, Brad Pitt, Margot Robbie. Wirklich gute A-Liste. Ist aber auch egal. Ich habe einfach so Bock auf den Film. Und nicht nur ich, das ganze Internet. Das ist gestern explodiert. Ich wenn ihr das auch hört, 3 Tage her, der Trailer kam raus. Ja, langsam schläft die Arschbacke so ein bisschen ein, ne? Ja. Ihr müsst auch wissen, wir sitzen hier zu zweit auf so einem Pott. Also hier außerhalb Leute, der hört weg. Das stimmt nicht. Wir sitzen in getrennten Kabinen. und man hat halt nur eine Arschbacke zur Verfügung. Ja. Anders als Michael Jackson, der hatte mindestens 20. Schön der Kleine vor allem. Ja. Nee, also ich habe echt Bock auf diesen Film und nicht nur ich. Also wirklich, gestern sind alle durchgedreht. Endlich ein Trailer, endlich sieht man was. Und auch die
Es ist ja nicht eine Parodie, es ist ja wirklich, es hat sich angefühlt wie ein Double von Bruce Lee in diesem Trailer. Mhm. Man hat es wirklich abgekauft, dass es der originale Bruce Lee ist. Und obendrein schön gesalzen mit gutem Quentin Tarantino-Humor, großartig. Ich kann dir den Trailer mal sagen. Also geht es um die Story von Hollywood so ein bisschen? Es geht um Hollywood, aber es geht wohl eigentlich primär um den Fall Charles Manson, der sich nebenher abspielt. Es gab ja da diese, wie heißt es, Sharon Tate, die irgendwie mit denen gedatet hat. Ich will mich auch gar nicht reinlesen. Ja. Ich will ja jungfräulich da reingehen. Ja. Die wurde wohl von Manson oder von der Manson-Family umgebracht. Und ich glaube, weil Tarantino auch ein bisschen dafür bekannt ist, dass er gerne Film macht und die Realität ein bisschen verdreht. Ja. Inglourious Basterds hast du vielleicht gesehen? Den habe ich gesehen, tatsächlich. Siehst du? Ja. Und da passieren zum Beispiel Dinge, die in echt nicht passiert sind. Mhm. Und vielleicht, so munkelt man, überlebt diese Sharon Tate jetzt. Und deswegen mal schauen. Oh, ich hab Bock. Aufregend. Es ist einfach so ein bunter Haufen und obendrauf halt eine Dekonstruktion von Hollywood. Vielleicht auch noch ein bisschen kleines bisschen Pädophilie reingeschoben. Ne? Aber ich hab ein Problem mit Filmen oder überhaupt mit End-of-Aussage. Richtig, ich habe ein Problem mit Filmen. Nee, mit so Geschichten, die abgeändert werden. Wenn es auf wahren Begebenheiten beruht und dann so ganz signifikante Sachen verändert werden, wie bei Queen. Bohemian Rhapsody. Mhm. Ist ein schöner Film, richtig geil. Aber wenn du dich auskennst mit der Story von Queen, ja, der Bandgeschichte und alles, dann ist der Film einfach scheiße, weil du merkst, da haben die Geschichte völlig verdreht. Nicht nur der Film ist scheiße, sondern das auch, was unsere Nebenmänner hier machen, richtig. Ist auch ganz schön viel auch, scheiße. Ja, auch olfaktorisch, ja. Suboptimal. Und dann merkst du, dass der Film scheiße ist. Und wenn ich irgendwie merke, da haben sie jetzt aber ganz stark gekürzt oder ganz krass, die Fakten geändert, dann stört mich das. Entweder ich will eine völlig fiktive Geschichte haben oder eine, die sich ganz nah an den Fakten hält. Meine Meinung. Da ist natürlich das Problem, ich weiß nicht, ob dieser Film sich offiziell als Biopic wirklich verkauft hat oder als biografischer Film oder halt einfach nur, ja, Queen, so. Naja, das Problem war ja auch, dass die ehemaligen Bandmember von Queen an dieser Produktion beteiligt waren und sich die Band sich als Engel dargestellt hat und Freddy so ein bisschen dieser Böse immer war. Ah, okay, und dann sagen die anderen Bandmitglieder, übrigens, wir haben alle sehr lange Penisse. Genau, zum Beispiel. Mhm. Ja, dann haben sie ihm vorgeworfen, dass er jetzt solo weitermachen möchte, Freddy. Und dabei hat der Schlagzeuger, glaube ich, schon Jahre vorher ein Solo-Album gemacht. Finde ich es auch sehr ambivalent und sehr heuchlerisch. Okay, ich verstehe deinen Punkt. Aber um deinen Filmgeschmack vielleicht da etwas zu befriedigen, du magst Filme, die fiktiv sind. Ich habe eine Filmempfehlung der Woche. Filmempfehlung der Woche von Österreich. Wundervoll. Und zwar der Film Green Room, der läuft gerade auf Netflix. Und ich habe ihn gesehen. Ich sag dir nur die Prämisse und ich denke, das wird dich schon hooken. Aber es ist ein recht blutiger Horror-Thriller. So, ich weiß nicht, ob das dein Metier ist. Thriller! Die Prämisse ist, eine Punkband spielt aus Versehen ein Konzert bei Nazis. Und dann eskaliert's. Oh, ja, das gefällt mir. Finde ich als Prämisse echt witzig. Und der Film ist wirklich zu empfehlen. Also er ist erfrischend anders, bedient nicht so die Klischees und so. Also kann man sich mal anschauen. Die Netflix-Empfehlung der Woche. Genau. Apropos, der Eggboy ist übrigens der Stauffenberg, der virale Stauffenberg der Woche. Ah, okay. Ja, für mich wäre der virale Hitler maximal der in Utrecht, aber ich möchte diese Person nicht noch irgendwie, ich möchte ja keine Bühne geben, weißt richtig, du? Richtig, kein Award für Attentäter. Richtig, kein Award für Attentäter im Brennpunkt Internet. Nur es gab ja letztes Mal eine Beschwerde, dass wir vergessen hatten, den viralen Hitler auszusprechen, aber ich finde, dass die ganze Sendung... Den muss man sich verdienen. Richtig. Und das schafft man nicht, indem man 3 Leute in der Straßenbahn über den Haufen schießt. Oder 50 Moslems, reicht nicht aus. Ist zu einfach. Wären es Deutsche gewesen, ne? Dann hätten die Zeitungen wieder aufgeschrien, 50 Tote, darunter 50 Deutsche. Ja. Und dann hätte aber hier der virale Hitler um sich gegriffen, das sage ich dir. Der virale Holocaust. Ja, aber so. Naja. Du hast gerade apropos gesagt. Apropopo? Nee, ich habe apropos Windpocken. Keine Ahnung. Meinst du, weil Rezo stottert? Nein, aber stimmt, auch das war ein kleiner Skandal. Ja. Wie kann es sein, dass diese Person, die immer kurze Ausschnitte aus ihrem Leben zeigt, die sie selbst so zurechtschneidet, dass sie gut dasteht, plötzlich stottert? Ich bin maßgeblich enttäuscht von Rezo. Ich werde mir seine Videos nie wieder ansehen. Ja, unerhört. Also das ist ja wirklich, das kann ja wohl nicht sein. Der hat ja ein gewisses Bild zu vermitteln, ja. Also, was ihr jetzt hier nicht seht, Quentin Tarantino neben mir, der wedelt mit der Hand, also angeblich hat er Probleme mit der Luft hier. Der hätte es ja auch mal vorher kacken können. Ich habe den Vorteil bei der ganzen Sache, dass ich einfach nichts rieche. Ach stimmt, ja. Das vergesse ich immer. Ja, ich auch manchmal. Gut, nein, zu Windpocken einfach nur eine Randnotiz, die ich ganz witzig fand. Es gibt einen italienischen Politiker, Massimiliano Fedriga
vergesst den Namen gleich wieder, ist Bella irrelevant. Ciao. Bella Ciao an diesem Namen. Ein rechter gesinnter italienischer Politiker, der sich sehr, sehr ausführlich gegen die Windpockenimpfung ausgesprochen hat, mhm. die gesetzmäßig vorgesehen ist, hat Windpocken bekommen. Das fand ich witzig als kleine Randnotiz, zumal Windpocken ja auch gar nicht so gar nicht so angenehm sind. Vor allem als Erwachsener. Ja, als Erwachsener. Richtig. Also mal gucken, vielleicht gibt es da einen neuen Bericht aus dem Schützengraben nächste Woche, wie es dem guten Herrn jetzt geht. Das ist vielleicht der virale Darwin. Ja, doch, das kommt ganz gut. Gut, dann würde ich jetzt nochmal ganz zum Schluss angekündigt zum Kommentar der Woche kommen. Ja, bitte. Ich lese ihn nicht komplett vor, weil die Leute müssen ja eh den alten Podcast nochmal hören, weil der so geil ist. Ich fasse ihn mal zusammen. Er kommt vom guten AF8149. Könnte auch sein, dass das meine GEZ-Meldenummer ist. Weiß ich nicht genau. Er sagt, interessanter Talk bezüglich Disrespect of Government und weist darauf hin, also es ging um die letzte Folge, ne? Ja. Brennpunkt Nummer 9, auch für die Leute, die es gerade nicht wegsteigen. In Österreich gibt es gerade ähnliche Bewegungen, die das Bundesheer mehr Macht geben, quasi. Hat auch einen Artikel noch verlinkt, wenn es die Leute interessiert. Also weltweit gibt es vielleicht auch gerade so ein bisschen die Strömung, dass man sagt, und auch aus Russland habe ich ähnliche Neuigkeiten nochmal, mhm. Dass man sagt, ja, wir wollen nicht so, dass ihr unsere Regierung kritisiert. Ja. Das ist ein bisschen eigenartig, dass das zusammen mit Aufkommen von rechten Parteien kommt. Komisch. Dass auf einmal Leute sagen, na, wir wollen aber jetzt nicht, dass die Regierung irgendwie kritisiert. Als bräuchten wird. Die Rechten das. Das haben die überhaupt nicht nötig. Nein. Also ganz ehrlich. Nein, aber aus Russland, was ich gesagt habe, Putin unterschreibt ein Gesetz für Internetzensur. Das hatten wir ja angedeutet. Wollte ich gerade sagen. Da war es noch nicht durch. Déjà-vu, ja, da war es noch nicht durch. Jetzt hat er es unterschrieben. Aber es wurde wohl auch erweitert, um wirklich halt Internetzensur aktiv betreiben zu können. Mhm. Und da steht es, unter einem Gesetz können Individuen, die dagegen verstoßen, wirklich extreme Strafen bekommen. Mhm. Und das ist schon sehr interessant. Putins Meinungsfilter, er konnte nicht abwarten. Ja, und da ist es halt auch wieder so ein Ding, wie bei der Neuseeland-Nummer, mhm. ob das jetzt so effektiv ist. In China zum Beispiel gibt es ja das auch. Das Winnie-Pooh-Verbot. Das Winnie-Pooh-Verbot unter anderem. Ja. Und in China ist es absolut an der Tagesordnung, dass die Leute VPNs, also Virtual Private Networks, habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich bin ja, wie jeder weiß, IT-Noob, VPNs benutzen, um einfach diese Sperre zu umgehen und dann im Internet sich trotzdem austauschen zu können. Und ich weiß es nicht. Das ist halt auch einfach dieses Ding so, wird keiner vermuten, dass da irgendein böser Gedanke hintersteht, wenn man sagt, dass es wird natürlich, muss man dazu sagen, es wird natürlich abgeschwächt bzw. legitimiert dadurch, dass man sagt, gegen das Volk, den Staat oder die Regierung soll kein, ja, ja. kein böses Wort erhoben werden. Aber die Politiker sind zu spät dran damit. Also ich glaube, die Leute, die Net-User, haben schon längst erkannt, wie man diese Sperren umgehen könnte, wenn sie kommen würden. Und da sind die einfach jetzt 20 Jahre zu spät. Haben vergessen, im Neuland ihre Fahne zu hissen, meinst du? Richtig. Und inzwischen sind die User einfach fortgeschrittener als die Politiker und können ganz einfach solche Zensur-Geschichten umgehen. Ein gutes Zeichen ist es in jedem Fall nicht. Wir schauen mal, was daraus sich noch entwickelt. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Vor allem, wo willst du eigentlich hinflüchten, wenn es in Europa dazu kommt, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird? Nordkorea. Das ist doch noch human vergleichsweise. Da kann wenigstens noch gelebt werden. Ja. Naja, ich will das auch nicht außer Acht lassen, das ist nämlich ein sehr langer Kommentar, hat sich nicht nur darum gedreht, sondern auch einen sehr langen Absatz über Etienne, den wir ja das letzte Mal als Thema hatten, weil da ging es ja auch um Michael Jackson. Ja. Und ich fasse mal zusammen, er sagt, Etienne ist ein selbstverliebter Möchtegern-Comedian, der nicht ernst genommen werden kann. Also wenn es euch wirklich interessiert, dann könnt ihr ja den Kommentar noch nachverfolgen von der letzten Folge. Er ist ganz gut geschrieben, ich habe ihn auch gelesen, kann man machen. Ja, also das Ding ist, Etienne ist ja auch gewissermaßen beliebt, weil er sehr viele Kanten hat. Ja. So. Und die Gemüter spaltet. Und ich werde jetzt hier auch nicht groß drauf eingehen. Ich finde Etienne sehr unterhaltend. Ich weiß um sehr viel Doppelmoral und er spricht oft mit gespaltener Zunge, könnte man sagen. Ja. Aber man muss auch sehen, dass er zum einen Privatperson ist und zum anderen einfach Internetperson. Und Kunstfigur, ja. Richtig, so wie ich jetzt auch hier nicht Privatperson bin. Ich sag meinen Namen jetzt nicht, bin, richtig. Sondern Kunstfigur, ihr wisst meinen Namen. Und deswegen kann ich mir alles erlauben. Ich kann auch einfach sagen, dass hier das Klo nicht so sauber war. Ja? Das sage ich dabei dann als Kunstfigur. Ja? Ihr seht es ja nicht.
eigentlich ist es sehr sauber, aber ich kann als Kunstfigur, ich sag einfach, was ich möchte. So. Und es liegt an euch, was wir so meinen, was wir nicht so meinen. Wenn ich als Kunstfigur in eine Moschee gehe mit einem Maschinengewehr, da kann mir das auch als Privatperson keiner. Dann war ich keiner. Das nicht. Ja, das ist dann einfach im Zuge meiner Satire entstanden. Kunst ist ein schutzfreier Raum. Nee, nicht schutzfreier, Entschuldigung, ein sanktionsfreier Raum. Kunst. Womit wir zum letzten Thema kommen, weil vielleicht sind wir zukünftig mehr ganz sanktionsfrei. Richtig. Wir haben geplant, ab der nächsten Folge professionell aufzunehmen. Aber eigentlich haben wir das heute auch schon gemacht. Ich meine, absolut. Professioneller als mit einem Handy auf einem Klo geht, glaube ich, nicht. Wir sind bald Teil des Rundfunks. Oh, aber nicht der gebührenfinanzierten Rundfunkmarge. Frei. Nein, frei. Wirklich frei. Wir probieren das mal aus. Da, ein kleiner Knackpunkt ist dran. Also auch wie heute, wir nehmen am Donnerstag auf. Das wisst ihr natürlich nicht. Wir haben natürlich heute Morgen um 8. Ja, Sonntag um 8. Es ist live, wenn immer ihr gerade zuhört. Richtig, wir sind gerade live hier auf der Toilette. Und da schauen wir mal, in Internetzeitalter, ne, ist das wirklich kompliziert, wenn man einen Satz anfängt, ist ja schon wieder irrelevant, wenn man ihn beendet hat. Ist ja schon downgevotet. Ja, und deswegen wird es vielleicht ein bisschen Probleme geben, aber wir nehmen am Donnerstag auf, quasi in 4 Tagen, nehmen wir auf für in 7 Tagen, wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, und zwar aus einem Studio eines Radiosenders. Ein richtiges Studio mit Mikrofon, mit Kopfhörer, mit Technik. Wow. Ja, und dann wird sich zeigen, ob sich hier irgendwie daran was ändert, was wir hier vorliegen haben. Vielleicht sagen wir einmal weniger Holocaust. Vielleicht. Vielleicht machen wir einfach eine Neuschöpfung. Und Holocaust gibt es schon. Ich sage ja immer den Spruch hoch die Faust, ja, Holocaust. Was hieß denn? Ja, das einfach ist so als Ausspruch der Freude. Ja. So. Weil ich finde, Holocaust hat einfach so dieses Gefühl von, man sagt das und es ist was sehr Extremes. So, und wenn ich jetzt jawohl sage, ist das ein Ausruf von Freude. Aber wenn ich jetzt richtig freudig bin, dann ja, Holocaust. So ein bisschen auch mit den Heimatgefühlen verbunden. Das stimmt. Zeigt auch gleich, wo die Wurzeln sind. Ja. Gut, dann ist natürlich jetzt die alles entscheidende Frage, wie raten wir diese Woche? Und eieiei, also verglichen mit der letzten ging einiges. Die haben gut nachgelegt. Ich dachte letzte Woche schon, das wäre ganz schön krass. Sie haben gut nachgelegt und gut umgelegt. Ja. Aber nicht ganz so gut aber wie letzte Woche. Aber nicht so viel umgelegt, mehr abgelegt. Aber auch an Rechten abgelegt, was jetzt zum Beispiel die Gesetze der Waffenpolitik angeht. Wie weit gehe ich denn? Das letzte Mal habe ich denn gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich glaube, es waren 8, nee, wir hatten uns auf 8 runter geeinigt. Nee, 8,15 glaube ich. 2,5 oder sowas, ja, kann sein. Ich habe es durchgestrichen, verdammt. Also es hat nicht ganz den Glanz der letzten Woche erreicht, würde ich sagen. Ja, ich denke ich auch nicht. Ich, auf jeden Fall in der besseren Hälfte. In der besseren Hälfte. Ja. Aber es ist schon, also eine 7 fände ich angemessen. Ja, doch, da könnte ich eigentlich mitgehen. Bei einer 7, das ist 7,5 ist irgendwie, 7,5 fühlt sich für mich so angenehm an. Ich weiß nicht, ich mag die 75, so, aber das ist wirklich, da ist noch, außerdem hatten wir auch mehr oder weniger Nachrichten aus letzter Woche, die sich aus letzter Woche ergeben haben. Da kannst du nicht diese Woche jetzt mit loben. Richtig, aber dafür, dass wir heute in besonderer Atmosphäre waren, mit vielen schönen. Das stimmt. Eigentlich müsste das noch ein Bonuspunkt, oder? Da gehen wir auf die 7,5, oder? Ja, komm, 7,5. Also ich 7,5, meine, du 1. hast doch jetzt hier nicht umsonst diese duftende Luft über dich ergehen lassen, in dich rein. Die Luft ist in dich eingedrungen, wie Michael Jackson. Wie zu Hause. Niemanden natürlich. Ja. Und ich glaube, da ist eine 7,5 angebracht. Ja, ich denke auch, doch. Da musst du noch mal kurz beim... Ja, gut, dass wir mal spielen hier zwischendurch. Da muss ich auch noch ganz kurz einhaken. Michael Jackson hatte doch auch damals noch diesen Skandal, wo er so ein Kind aus dem Balkon gehalten hat. Irgendwie. In Berlin, genau. Was war denn das nochmal? Nein, das war sein Kind. Und sein Kind? Und die Presse, es war ja, genau, und die Presse stand halt vor diesem Hotel, wie immer. Und die haben halt gerufen, show us your kid. Und Michael war ganz stolz auf neuer Vater. Hat dann dem Kind so ein Tuch über den Kopf gehalten, damit man das Gesicht nicht erkennen. Danach hat er einfach das rausgehalten. Da gab es kurz einen Moment, wo halt die Beine über dem Fenster waren. Ja. So. Und er musste ihn dann so festhalten, wieder reinziehen. Mhm. Also sein Umgang mit Kindern war nicht immer so liebevoll und immer so vorsichtig. Aber ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, das ist dann sein Lifehack. Weil keiner wird dich irgendwie blöd angucken, wenn du sagst, ich liege mit meinen eigenen Kindern im Bett. Ja. Oder? Ich denke mal, das Schlupfloch, so ein Loophole hat er dann gefunden. Naja, war ja kein Inzest-Typ, ja. War ja eher so, wenn schon Kinder, dann andere. Ja. Gut, gibt's ja aus dem Publikum noch irgendwelche Einwürfe vor mir? Ah, okay. Eine Klospülung.
Gut, das würde ich als positives Zeichen. Positives Feedback, definitiv. Ansonsten machen wir Schluss, denn das letzte Mal wurde sich beschwert, dass der halbe Podcast Automusik war. Mir kann gar nicht absoluter sein. Quatsch. Überhaupt nicht. Absoluter Quatsch. Nur selbst hier ist es sehr laut geworden gerade. Stimmt, nicht, dass die GEMA uns hier irgendwie ne, draufsteigt. Da haben wir den Kreis auch geschlossen. Ah, das wäre schade, wenn ich jetzt hier neben Anzeige wegen Ruhestörung und Gebühren für GEZ, jetzt kommt auch noch die GEMA an. Ja. Also liebe Leute, nee, da hört irgendwann der Spaß auf. Und von der Klogesellschaft. Wir haben ihr Klo missbraucht für aber Podcast. Aber da würde ich sagen, da lassen wir jetzt mal einen Groschen liegen. Ich denke auch, ja. Hat sich gelohnt. Hast du im Hintergrund, da klirrt direkt das Geld. Die Disney greift schon um sich. Cash Money Klofrau. Und es war wundervoll mit euch, liebe Leute. Richtig. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über Interaktion mit dem Video. Und ihr könnt auch für uns spenden und für 20 Euro könnt ihr uns ranten und uns mieten und dürft euch ein Thema aussuchen, worüber wir reden sollen. Und es wurde auch bereits ein neues Thema. Wollen wir es schon anteasern? Es geht wieder um Kinder und zwar um ganz schön viele. Ja. Und es geht aber nicht um Michael Jackson. Es geht nicht um Michael Jackson, aber wenn es um viele junge Kinder geht, dann ist es sofort. Ja, also, vielen Dank. Ich hoffe,